wir haben jetzt immer noch kein allgemeines Verfahren. Wir haben eigentlich erstmal nur zwei Graphen, von denen wir wissen, dass sie nicht planar sind. Und wir haben das ja sogar mit unterschiedlichen Methoden begründet. Das hing zwar immer irgendwie mit dem Polyedersatz zusammen, aber wie gesagt, das ist kein allgemeines Verfahren. Wir sind aber kurz davor. Ich zeichne Ihnen nochmal den K33 hin. Also von dem Ding wissen wir schon, dass es nicht planar ist. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich mache diesen Graphen ein kleines bisschen komplizierter, indem ich noch eine Ecke hier einfüge, an der Stelle. Was meinen Sie? Kann es sein, dass dieser Graph planar ist? Ja, eben. Wenn ich dieses Ding planar zeichnen könnte, dann könnte ich das ja, nachdem ich das gezeichnet habe, könnte ich diese eine Ecke, die ich da reingeschoben habe, einfach wieder rausnehmen. Und dann hätte ich auf einmal eine planare Zeichnung für K33. Aber wir haben uns ja eben gerade überlegt, dass das nicht geht. Ja? Also wenn, mit anderen Worten, wenn ein Graph schon nicht planar ist, dann wird er nicht dadurch planar, dass ich dann noch weitere Ecken reinziehe. Das ist aber wichtig. Das, was ich hier gemacht habe, nennt man eine Unterteilung. Und ich will die ganzen Begriffe jetzt nicht alle noch genau definieren. Ich habe Ihnen das ins Skript geschrieben. Was wir eben gerade gesehen haben, ist, also nicht wirklich gesehen, aber ich glaube, was anschaulich klar ist, wenn ich einen Graphen habe, der nicht planar ist und den unterteile, das heißt, ich male sozusagen einfach auf den vorhandenen Kanten noch weitere Ecken hin, dann ist der erst recht nicht planar. Weil wenn der planar wäre, dann müsste der ursprüngliche Graph auch schon planar gewesen sein. Und ein gleiches Argument kann man folgendermaßen auch noch anwenden. Ich male nochmal K33 hin. Das wird heute unser Lieblingsgraph. Nochmal, von dem wissen wir, dass er nicht planar ist. Und jetzt mache ich den auf eine andere Art komplizierter. Nicht indem ich auf den vorhandenen Kanten Ecken hinzufüge, sondern indem ich einfach drumherum noch ganz viel Tüdelü dazu baue. Hier noch was und hier noch was und dann machen wir vielleicht hier noch was ran, so. Und, ach wieso, hier nicht noch so ein bisschen, kann nicht schaden. Und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir hier unten auch noch was ran. So, was meinen Sie denn, ist dieser Graph planar? Könnte der planar sein? Genau, weil das da drin immer noch nicht planar ist. Das heißt, mit dem gleichen Argument wie oben, wenn ich dieses Ding hier planar zeichnen könnte, dann könnte ich ja, nachdem ich das gemacht habe, den ganzen roten Teil wegnehmen und hätte auf einmal, wie durch Zauberei, eine planare Zeichnung von K33. Aber das geht ja nicht. Also geht dies erst recht nicht. Das hier nennt man graphentheoretisch einen Teilgraph. Ist ja auch logisch, wie das gemeint ist. Also ein Graph, der in einem anderen enthalten ist. Und was wir jetzt also eben uns überlegt haben, ist, wenn ein Graph einen Teilgraphen enthält, der nicht planar ist, dann ist der ganze Graph natürlich auch nicht planar. Ja? Also zwei Sachen, die sozusagen beide auf ihre Art sagen, durch das komplizierter Machen von Graphen werden die erst recht nicht planar, wenn sie es vorher schon nicht waren. Nämlich unterteilen macht ein Graph nicht planar und Teilgraph auch nicht. Also Ecken und Kanten hinzufügen tun es einfach nicht. Und das bedeutet natürlich insbesondere, das kann ich jetzt mal hinschreiben, was aus all den Dingen, die wir uns jetzt überlegt haben, folgt. Also, wenn ein Graph einen Teilgraphen enthält, der durch Unterteilung, also das, was ich da eben gemacht habe, aus K5 oder K33 entstanden ist, dann ist er nicht planar. Also etwas flapsiger ausgedrückt, wenn ich einen Graphen habe, der
noch komplizierter als K5 oder K33 ist, komplizierter im Sinne von, ich habe einfach noch Ecken und Kanten hinzugefügt, dann ist er erst recht nicht planar. Das an sich ist schon mal was, was wir jetzt gelernt haben und was man sich auch ganz gut wirklich überlegen kann selbst. Aber jetzt kommt das Überraschende, das ist eigentlich der Hammer. Es gibt einen Satz von einem polnischen Mathematiker namens Kuratowski von 1930. Ganz berühmter Satz der Graphentheorie, der hat nämlich bewiesen, dass die Umkehrung auch stimmt. Das heißt, wenn ein Graph keinen Teilgraphen enthält, der durch Unterteilung aus K5 oder K33 entstanden ist, dann ist er planar. Das bedeutet, diese beiden Graphen, die wir heute mehrfach angeschaut haben, K5 und K33, sind sozusagen die Prototypen des nicht-planaren Graphen. Die sind so in dem Sinne Prototypen, dass jeder Graph, der nicht planar ist, irgendwo innen drin entweder K5 oder K33 stecken hat. Das zu beweisen ist ziemlich kompliziert, das kann ich jetzt leider nicht machen, aber ich denke, wir sind zumindest so weit, dass wir verstehen können, was dieser Satz aussagt. Und das ist, glaube ich, auf den ersten Blick total überraschend. Also was immer Sie für einen unglaublich komplizierten Graphen hinmalen, der nicht planar ist, irgendwo da drin steckt entweder K5 oder K33. Und das bedeutet natürlich, dass Sie damit eine Chance haben, einen Computeralgorithmus zu schreiben, der überprüft, ob ein Graph planar ist. Der muss halt gucken, ob er innerhalb Ihres Graphen K5 oder K33 finden kann. Das ist damit noch nicht so einfach. Denn wenn Sie da naiv rangehen, dann schreiben Sie einen Algorithmus, der exponentielle Laufzeit hat. Aber zumindest haben Sie eine Strategie, das zu machen. Also wenn ein Graph nicht planar ist, dann wissen Sie, irgendwo im Keller hat sich entweder K5 oder K33 versteckt. Das muss so sein. Wir nehmen zum Abschluss nochmal ein Beispiel, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Dieses hier ist ein sogenannter Petersen-Graph, benannt nach einem dänischen Mathematiker aus dem 19. Jahrhundert, der ein paar sehr interessante Graphen sich ausgedacht hat, die sich gut als Gegenbeispiel oder Beispiel für bestimmte Dinge eignen. Dieses Ding ist nicht planar. Und zwar ist das deswegen nicht planar, das wissen wir ja inzwischen, wenn wir den Satz von Kuratowski glauben, weil irgendwo in diesem Ding entweder K5 oder K33 drin steckt. Und jetzt könnten Sie ja vielleicht mal 5 Minuten oder 3 Minuten überlegen, ob Sie da irgendwo sehen, dass da K5 oder K33 drin steckt. Denken Sie dran, es sind erlaubt, natürlich, also mit drinstecken ist gemeint Teilgraph, aber es sind auch solche Schweinereien erlaubt wie Unterteilungen. Das heißt, Sie können quasi Kanten durchziehen über Ecken hinweg. Ja? Und dann überlegen Sie mal, ob in diesem Ding irgendwo K5 oder K33 drinsteckt. Das ist, also K33 ist ja bipartit, kann ich gleich die beiden Eckenmengen unterschiedlich gefärbt malen. Das ist die eine, das ist die andere Eckenmenge. Und jetzt muss ich jede blaue mit jeder roten Ecke verbinden. Vielleicht machen wir es mal so. Eine Verbindung ist diese hier. Das ist mit Unterteilung. Da habe ich einen Punkt dazwischen drin benutzt. Eine ist die hier. Und diese hier kann ich direkt machen, brauche ich keine Unterteilung. Das sind die Verbindung von dem roten Punkt zu allen drei blauen. Jetzt muss ich diesen roten Punkt mit allen blauen verbinden. Hier habe ich einmal eine Verbindung, dann habe ich hier eine und dann kann ich hier noch lang gehen, habe ich mit dem verbunden. Und jetzt muss ich schließlich noch den letzten roten Punkt mit allen, aber das ist ja einfach. Und da haben Sie K33 da drin versteckt.